Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Lange schwebte es wie ein Damoklesschwert über den Fans und nun ist es soweit. Das Remake von Ghost in the Shell startet in den Kinos. Basierend auf dem gleichnamigen Anime-Meisterwerk von Mamoru Oshii und natürlich dessen Manga-Vorlage von Masamune Shirow hat dieses Franchise einen massiven Eindruck auf die westlichen Unterhaltungsmedien hinterlassen. Ghost in the Shell beschäftigt sich im Groben mit der Frage, ob ein menschlicher Geist in einer Maschine nach wie vor als menschlich zu betrachten ist. Darüber grübelt seit neuestem auch der Major, gespielt von Scarlett Johansson. Eines Tages wacht sie auf und ihr Geist steckt in einem neuen, mechanischen, fremden Körper. Eine Rettungsmaßnahme, so erzählt man ihr. Und man steckt sie prompt in eine Spezialeinheit, in der sie ihre neuen, übermenschlichen Fähigkeiten eindrucksvoll zur Schau stellen kann. Während einer Mission nimmt sie nun unfreiwillig Kontakt mit einer anderen Intelligenz auf, die ihr Interesse weckt. Irgendwas nagt an ihr, an ihrem Unterbewusstsein, sie fühlt sich deplatziert, nicht zugehörig und sie macht sich auf die gefährliche Suche nach ihrer eigenen Vergangenheit. Ich vergöttere Ghost in the Shell, anders kann ich es nicht ausdrücken. Allen voran natürlich der Anime von 1995, der auch die Hauptvorlage für dieses Remake hier bot. Mamoru Oshii und seinem Team haben nicht nur auf technischer Ebene Bahnbrechendes geleistet, sie haben auch dem Manga und seiner recht schwierigen Kernessenz zu einem wirklich epischen Leinwandleben verholfen. Der Film hat Action, er behandelt eine immer prominenter werdende philosophische Fragestellung und wird begleitet von Kenji Kawais überragendem Soundtrack. Warum also war dieses Remake nötig? Das ist eine sehr komplexe Frage, vielleicht für ein anderes Mal, sonst springen wir den Rahmen. Man könnte jetzt sagen, Geldmacherei. Ich glaube nicht, dass das die ganze Story ist. Vielleicht wollte der Regisseur wirklich einfach seine Version von der Geschichte erzählen. Und dann gibt es die Riesendebatte darüber, ob die Hauptrolle vielleicht mit einer Asiatin hätte besetzt werden sollen. Aber es gibt ebenso viele Argumente, die dafür stimmen, dass Johansson auch gut in die Hauptrolle passt. Von meiner Seite aus ganz am Rande. Ich finde, sie hat in der Rolle sehr gut funktioniert und die Macher des Films sind auf diese, ich nenne es mal, ethnische Diskrepanz inhaltlich sogar eingegangen, um die Massen zu beschwichtigen. Davon mal abgesehen, die Machart des Films muss sich auf keinen Fall verstecken. Von ein paar Shots im finalen Showdown mit etwas merkwürdigen Animationen des Majors mal abgesehen, zeigt der Film sehr spannende neue Effekte, sowohl in digitaler als auch praktischer Hinsicht. Besonders Weta Workshop hat sich, was Animatroniken und Kostümbildnerei angeht, so richtig austoben können und Beeindruckendes abgeliefert. Die Geishas, das Endoskelett, das Tarnoutfit vom Major sind materialtechnisch und auf mechanischer Basis fast schon Kunstwerke. Die Action ist gut umgesetzt und ich habe nie den Anschluss verloren, etwas, auf das Actionfilme in den letzten Jahren ja glücklicherweise immer mehr achten. Bildlich sind dabei viele Szenen sogar fast direkt aus der Vorlage abgepaust, so zum Beispiel die berühmte Eröffnungssequenz oder der Faustkampf in dem Auslaufbecken samt Tarnanzug und Roundhouse-Kick. Auch Johansons Kollegen bzw. die Kollegen des Majors, allen voran Pilo Asbeck als Batu und Takeshi Kitano als Aramaki, zeigen eine gute Leinwandpräsenz in ihren Rollen. Lediglich die Musik ist bei mir wieder sofort in Vergessenheit geraten, vermutlich weil ich immer auf die fremdartigen Klänge Kawais gewartet habe, aber das ist wohl mein eigenes Pech. Also, bis hierhin kann ich schon mal sagen, ein wirklich sehenswerter, unterhaltsamer Film mit guter Besetzung und starken Visuals. Wenn euch das reicht, dann könnt ihr hier Schluss machen und zum nächsten Kino zischen. Viel Spaß und das meine ich wirklich ernst. Aber tatsächlich ist mein größtes Problem mit dem Film, dass die zentrale Fragestellung, mit der sich der Major konfrontiert sieht und die ihr letzten Endes auch die Motivation gibt, eine andere ist. Wie im Trailer ersichtlich, sucht der Major nach ihren Wurzeln bzw. nach dem, was sie zu einer effizienten Killermaschine gemacht hat oder nach demjenigen. Eine Motivation, deren Auflösung recht vorhersehbar ist. Eine eindeutige Antwort auf eine einfache Frage. Wenn man von einem kurzen Abstecher in die Welt der unfreiwilligen Körpertransplantation in der losgelösten TV-Serie Standalone Complex mal absieht, so geht es im Original mehr um das Thema, wie lange ein kybernetisch erweiterter Mensch ein Mensch bleibt und ab wann eine künstliche Intelligenz in einem kybernetischen Körper als gleichberechtigt gilt. Die Frage nach der eigenen Vergangenheit stand für den Major nie im Vordergrund. Sie hat sich bewusst für die Umwandlung zum künstlichen Körper entschieden und dadurch gewann diese interessanten und letztendlich auch relevanteren Themen an Gewicht. Beim Remake gehen diese Ansätze in dieser Vergangenheits- und Rache-Motivation leider etwas unter. Und all das nur, um das als leichter verdauliches Kinoerlebnis mehr Leute ins Kino zu locken, weil die Studios Angst haben, dass Zuschauer wegbleiben, wenn sie zu viel über den Film nachdenken müssen. Vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch einfach noch eine zweite Meinung einfließen lassen. Mein Kollege, mit dem ich in der Pressevorführung war, hat keine nennenswerte Vorbelastung durch das Ursprungsmaterial und hat sich einfach gut unterhalten gefühlt. Da
Das darf man am Ende des Tages auch nicht außer Acht lassen. Am besten bildet ihr euch euer eigenes Urteil. Natürlich, wie jedes Mal, weise ich darauf hin, spart euch das extra Geld für die 3D-Vorstellung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn in 2D. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß. Erzählt uns, wie ihr den Film empfunden habt. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Haha, halt, stopp, da bin ich wieder. Ein etwas verspätetes Moin Moin. Es ist schon tatsächlich spät im Haus Schlafstunde, da muss ich etwas flüstern. Ich komme gerade von einer zweiten Vorführung von Ghost in the Shell. Kurz zur Erklärung, die letzte Review, die ihr eben gesehen habt, stammt von einer Pressevorführung, die ich vor ungefähr 2 Wochen gesehen habe. Die durfte aber erst jetzt veröffentlicht werden. Und darum dachte ich, ich nutze die Chance, ich hatte ein bisschen Zeit, um mein Gemüt zu kühlen, mich ein bisschen davon abzuregen, dass der Film so abgeändert wurde, wie ich in der Review bemerkt habe. Ich konnte den Film jetzt also nochmal nüchtern betrachten und konnte ihn wirklich als die alleinstehende neue kreative Interpretation genießen und bin wirklich begeistert. Also tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich mir überlege, ob ich ihn mir gleich noch ein drittes Mal angucke. Das ändert für mich nichts an der Bedeutung des Originals. Der Film wird für mich so wichtig bleiben wie vorher. Und ja, der Plot ist ein bisschen simplifiziert, aber er ist schlüssig. Das gesamte Konstrukt ist gekonnt zusammengefügt. Es ist ein absolut rundes Paket geschnürt worden. Die Charaktere gefallen mir nochmal ein Deut besser als vorher. Das Zusammenspiel der Hauptmitglieder von Section 9 ist toll. Die Besetzung von Scarlett Johansson und Takeshi Kitano wurde für mich nochmal bestärkt, dass das eine sehr gute Wahl war. Auch der etwas merkwürdige Kusei, der Gegenspieler von Major, den ich glaube ich in der letzten Review gar nicht so wirklich erwähnt habe, bringt Dinge ins Rollen, die der gesamten Story sehr gut tun. Ich muss hier immer auf meine Notizen gucken, damit ich weiß, wovon ich rede. Also kann ich jetzt, da ich meine eigenen Vorurteile habe fallen lassen, euch den Film nur noch mehr ans Herz legen als vorher schon. Auch wenn ihr das Original liebt, gebt dieser Version eine Chance. Sie begeistert durch würdevolle Zitate des Originals und erweitert die Vision um neue und wirklich angemessene Ideen. Sie ist visuell der Vorlage treu. Die Musik hat sich jetzt bei mir etwas besser herausgestellt als beim letzten Mal. Wieder, das war mein eigenes Problem. Habe ich schon gesagt, dass der Film gut aussieht? Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass der Film gut aussieht. Der Film sieht wirklich gut aus. Also wirklich nochmal aus tiefstem Herzen, guckt euch diesen Film guten Gewissens an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss und viel Spaß noch bei dem, was hier mit Pau noch so passiert. Und bis zum nächsten Mal.